So, meine lieben Freunde, Tag 4, der vorletzte Tag in London. Heute weiß ich gar nicht selber, was wir machen. Wir gehen, glaube ich, heute mit dem Zug fahren, also U-Bahn. Also Underground werden wir benutzen, say, um irgendwo hinzugehen. Ich habe keine Ahnung, wie der Plan heute ist. Wir werden heute so viel wie möglich machen. Meine Haare, Digga. Und ja, ich nehme euch mit. Wie immer. Und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich.
So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt fertig. Bevor sich jemand wundern sollte, warum ich da Würstchen vorhin gehabt habe, die sind einfach halal, Digga. Also, es gibt einfach wirklich Würstchen, Fleisch und so weiter, die einfach halal sind. Und das ist einfach krass, weil für UK ist es nicht so wirklich bekannt, aber weil es halt so viele Araber, so viele Moslems hat, gibt es natürlich auch Halal-Würstchen, was ich auf jeden Fall ganz cool finde. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt offiziell bei den Peaky Blinders. Nein, ich habe mir eine Kappe geholt. Ich wollte ein bisschen auf Thomas Shelby machen. Sieht aber ganz nice aus. So von der Perspektive sieht es ein bisschen besser aus. Von unten ein bisschen behindert, aber ist okay. Und das Gute ist, es regnet jetzt und dann habe ich jetzt auf jeden Fall etwas über dem Kopf. Deswegen ist es sehr, sehr gut. Und ja, wir gehen jetzt weiter. Und ja, keine Ahnung. Gehen, glaube ich, jetzt demnächst shoppen. Let's go. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen und ich war bei 6 einkaufen. Gibt es auch in Australien. Ich glaube, wer meine Australien-Vlogs noch geguckt hat, der weiß ganz genau Bescheid. Da habe ich, glaube ich, 4 Spiele an einem Tag gekauft. Das waren, glaube ich, PS4 oder PS5 Spiele. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mich hier für 1 Pound PS3 Black Ops geholt. Also der erste Teil, geisteskrank. Dann hier noch Black Ops 2 für 4 Pounds. Geisteskrank. Dann... ich muss aufhören, geisteskrank zu sagen. GTA, Episodes from Liberty City. Ich glaube, das ist, ja, GTA 4 oder danach oder davor. Ich habe wirklich nicht eine Ahnung, aber auf jeden Fall ähnlich wie GTA 4. Hier auf jeden Fall The Ballad of Gay Tony, genau. Und hier noch The Lost and Don't. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Dann hier noch GTA 4 an sich. 3,50 €, Digga. Und so, es sind gebrauchte Spiele, aber diese Verpackung und so ist halt jetzt auf BO2 zum Beispiel, ist halt hier ein bisschen kaputt. Sieht auf jeden Fall ganz clean aus, also es fühlt sich noch wie neu an, sage ich euch ehrlich. Dann hier noch ein altes Spiel, was ich früher in meiner Kindheit noch gezockt habe, 007, Quantum of Solace. Also auf Deutsch, glaube ich, irgendwann, ja, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht 10 Jahre das in die Länge strecken, bis ich das ins Deutsche rübergebracht habe. Ja, können wir hier bis morgen sitzen. Auf jeden Fall noch ein James Bond Spiel. 5 Spiele, sehr, sehr nice. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Digga, warum? Ich sage euch einfach ganz ehrlich,
Ich habe Bock, wieder Nostalgie aufzubauen und ich habe die Spiele halt nicht und wollte die eigentlich auch in Deutschland holen. Aber da die in Deutschland bei eBay oder sonst wo 10 Euro kosten, habe ich mir gedacht, komm, nehme ich hier einfach mit. Ist eh billig, ist gebraucht, aber juckt nicht, deswegen habe ich es auf jeden Fall genommen. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt im Hotel, wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus, ich gehe später noch ins Pool, ich nehme euch auf jeden Fall mit und ja, haut rein, bis gleich.